Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mathe Marius. Folgende Aufgabe habe ich heute zugeschickt bekommen. 8 hoch 2x minus 1 plus 8 hoch 2x plus 1 gleich 3 hoch 3x minus 2 plus 3 hoch 3x plus 2. Und was gefragt ist, wir sollen nach x auflösen. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen blöd aus, weil wir tatsächlich in jedem der vier Terme, wenn man das jeweils als Term betrachtet, das x-Vorkommen haben. Wir müssen also das Ganze jetzt irgendwie umformen, sodass wir das x möglichst nur in einem Term drin haben. Und dann können wir über Logarithmus oder so das Ganze rausziehen. Aber dazu muss erstmal ein bisschen Arbeit geleistet werden. Was einem hier sofort auffällt, auf jeder Seite haben wir immer hier unten die gleiche Zahl stehen. Also hier zweimal die 8, 8 hoch irgendwas, und hier haben wir zweimal die 3, 3 hoch irgendwas. Gut, das sind jetzt halt andere Zahlen, die hier oben stehen, aber das können wir ja vielleicht lösen, dieses Problem, indem wir einfach mal schauen. Wir können ja das Ganze aufsplitten, ja. Also wir können ja sagen, 8 hoch 2x minus 1 ist dasselbe wie 8 hoch 2x mal 8 hoch minus 1. Und 8 hoch minus 1 ist ein Achtel zum Beispiel. Also wir können jetzt mal die Terme rausziehen, die hier noch ein bisschen stören. Ich zeige das mal kurz. Ich schreibe einfach mal 8 hoch 2x. Und jetzt ziehen wir einfach das raus, was nicht passt. Also hier haben wir eine minus 1 zu viel. Eine minus 1 ist ein Achtel. Und hier haben wir eine plus 1 zu viel, das sind 8. Ja, und hier machen wir gleich mal dasselbige. Hier haben wir dann halt die 3x. Was haben wir hier? Minus 2. 3 hoch minus 2 ist ein Neuntel. Und hier der Kehrwert 9, die 2. Okay, jetzt haben wir schon mal nur noch zwei Terme mit einem x. Ja, das sieht doch schon mal ganz praktisch aus. Jetzt stört uns vielleicht noch ein bisschen die 2 hier oben oder die 3, weil wir das nicht so kennen, und das können wir auch mal zusammenfassen. Also ziehen wir das mal vorne dran und fassen wir das mal zusammen. So, sagen wir erstmal, was ist das denn hier? Ein Achtel plus 8. Gut, wie viele Achtel sind das? 8 sind 64 Achtel, ne? 8 mal 8 ist 64, und dann kommt noch eins dazu. Das heißt, wir haben hier 65 Achtel. Und wie können wir das mit der 2 hier lösen? Ja, 8 hoch 2 ist ja 64, haben wir ja eben auch schon gerade rausgefunden. Also können wir das auch mal so schreiben. Dann haben wir nur noch ein x hier oben. Das sieht schon mal schöner aus. Und hier machen wir das Gleiche. 9 mal 9 ist 81, plus 1 sind 82, also 82 Neuntel. Und 3 hoch 3 ist 27. So, und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt wollen wir das x ja noch auf eine Seite bringen. Das heißt, wir dividieren hier einfach mal durch den Term und durch den Term. Dann kommt der hier rüber. Also wir wollen den hier jetzt mal hier rüber bringen. Wir wollen also haben 64 hoch x durch 27 hoch x gleich. Und jetzt hier 82 Neuntel mal. Jetzt müssen wir hier den Kehrwert nehmen, damit wir das hier rüber bekommen. Dann haben wir die x-Komponenten mal auf der Seite und den Rest mal hier. Also das können wir auch noch ausrechnen. Was ist denn das? 82 mal 8? 8 mal 80 ist, 8 mal 8 war 64, dann ist das 640 plus die 16 macht also 656. Und 9 mal 65, ja 10 mal 65 ist 650. Ziehen wir nochmal 65 ab, kommen wir also auf 585. Okay, dann schreibe ich die Gleichung nochmal ab. Das x können wir auch aus dem Bruch rausziehen. Und jetzt haben wir eigentlich schon, was wir wollen.
Hier kann man jetzt nochmal sehen, was interessant ist, wenn man die, ja, man sollte die Zahlen ein bisschen kennen, die natürlichen zumindest, und wissen, wie sie sich als Primfaktoren schreiben lassen und so. Da kann man hier ein bisschen was vereinfachen. Das sind ja 64, wissen wir ja alle, ist 2 hoch 6 und das ist 4 hoch 3, ja, oder auch 8 hoch 2, ist alles 64, Entschuldigung, 64. Das sind Identitäten, die man im Kopf haben sollte, und genauso weiß man bei der 27 sofort, das ist 3 hoch 3. Was jetzt hier interessant ist, wir haben hier zweimal, können wir das als Potenz von 3 ausdrücken. Wir können also diese Seite umschreiben, indem wir sagen, das ist 4 Drittel hoch 3x. Und das sieht doch ein bisschen angenehmer aus. Wir werden gleich sehen, im nächsten Schritt, was uns das für einen Vorteil bringt. Keinen großen, weil wir ja dann am Ende das Ergebnis sowieso in den Taschenrechner eingeben. Ja, jetzt können wir nämlich was Lustiges machen. Den Logarithmus ziehen auf beiden Seiten. Wir wissen, der Logarithmus ist streng monoton. Das heißt, ist ja auch die Umkehrfunktion der E-Funktion. Das wiederum bedeutet, ich bewahre Gleichheit, also na gut, wenn ich den Logarithmus, na gut, naja, in diesem Fall ist es egal, weil ich wende den Logarithmus als Funktion an, und wenn auf beiden Seiten vorher das Gleiche steht, steht natürlich hinten dran auch das Gleiche. Da brauchen wir jetzt nicht die strenge Monotonie. Das bräuchten wir eher, wenn wir hier ein Ungleichheitszeichen hätten. Dann müssten wir ausnutzen, dass es streng monoton ist. In dem Fall habe ich Quatsch geredet. Wenn man Gleichheit hat, dann kann man jede beliebige Funktion auf beiden Seiten anwenden. Das wird das Ergebnis natürlich nicht ändern. Ja. Also, was bedeutet das, wenn wir den Logarithmus hier drauf anwenden? Auf der linken Seite, das kriegt unser x, kommt hier gerade runter, unsere 3x. Das ist ja der Trick dabei, die Logarithmusgesetze. Ja, also man könnte hier natürlich noch 4 Drittel hoch 3x nochmal reinschreiben, aber diese Potenz kann man hier gerade rausziehen, das ist ein Logarithmusgesetz. Und jetzt können wir natürlich im nächsten Schritt einfach nach x auflösen. Wir dividieren einfach durch das und die 3, also ist unser Ergebnis Logarithmus von 656 durch 585, also davon der Logarithmus, dividiert durch 3 mal der Logarithmus von 4 Drittel. Wir könnten alternativ, hätten wir das hier oben nicht gesehen, hätten wir auch schreiben können, der Logarithmus von 64 27stel an der Stelle, aber das ist nichts anderes als 3 mal der Logarithmus von 4 Drittel. Ja, und damit wären wir endlich am Ziel. Also diesen Ausdruck können wir entweder so stehen lassen oder wir geben den in unseren Taschenrechner ein. Aber das ist dann die Lösung für x. Ja, wir sehen also, unsere Gleichung ist lösbar, die wir hier oben haben, und sogar eindeutig. Es gibt also nur diese eine Lösung. Und es ist halt, ich kann nur kurz zusammenfassen, was jetzt hier, warum das Ganze so schön geklappt hat. Das hat hier so schön geklappt, weil wir hier das schön zusammenziehen konnten alles und daraus eine Potenz letztendlich machen konnten, nämlich diese hier, beziehungsweise diese hier. Hätten wir jetzt, hier haben wir zum Beispiel 2x zweimal stehen, ja, und hier zweimal 3x, hätten wir jetzt hier mal die beiden vertauscht, ja, stünde hier jetzt also die 3x und hier weiterhin die 2x, dann wäre das Ganze wesentlich komplizierter geworden, weil dann kann ich die beiden Terme nicht so einfach kombinieren. Dann hätte ich nämlich hier in der Summe noch ein x drin stehen. Also das, die Aufgabe war schon ein bisschen gecheatet. Ja. Dass das alles so schön klappt, das liegt daran, dass der Aufgabensteller bereits wusste, was er wollte. Ja, im Allgemeinen kann man hier nicht so schön alles runterrechnen, weil die Sachen dann nicht so schön passen. Das ist also wirklich eine Aufgabe, die einfach darauf ja, die einfach gestellt wurde, damit man sie lösen kann, aber nicht, weil sie irgendwie sinnvoll ist. Ja, man soll einfach ein paar Gesetze, Potenzgesetze anwenden, Logarithmusgesetze. Und das habe ich ja jetzt gezeigt, wie das funktioniert. Ja, dann hoffe ich, dass das Ganze lehrreich war und dass ihr was gelernt habt. Ne? Und gerade die Person, die mir die Aufgabe gestellt hat, für die wünsche ich natürlich, dass
vor allem hier verstanden wurde, weil das ist ja der Anlass für das Video gewesen. Und ich denke, dann sehen wir uns irgendwann beim nächsten Video, ne? Also bis dahin, alles Gute, euer Mathematikus.